So, weiter geht's mit Amperstar. Wir sind gerade im Pharaosgrad. Weit vor euch seht ihr einzelne Tür. Und vor dieser steht ein Skelett mit erhobenem Schwert. Als ihr näher tretet, seht ein rötliches Flimmern in den leeren Augenhöhlen des Skeletts. Davor noch ein Tor oder wie war das andersrum? Oder auf jeden Fall greifen wir erstmal ein Skelett an mit einem Krieger Paladin Dieb. Das andere Skelett wird rechts flankiert, da benutzen wir noch unsere Schleuder vom Heiler und benutzen noch schwarze Magie. Ein Feuerbällchen. Der Feuerball trifft eine ganze Gruppe in einer Reihe. Sollte der Zauber gelingen? Meistens gelingt er nicht, aber er ist gelungen. Alle Skelette in der Reihe wurden getroffen. Jetzt haben wir nur noch Energie für einen Feuerstoß. Das ist ein Einzelzauber. Oh, und der Paladin wurde wieder getroffen für 10 Schaden. Puh, jetzt haben wir keine Energie mehr. Keine Mana-Punkte. Das ist auch nichts mit Zauber. Stell doch ein Mana-Totem auf. Wird jetzt wieder der WoW-Spielsache, oder? Lass dich doch anregen. Aber wir sind ja nicht bei WoW, wir sind hier bei einem guten Spiel aus 1992. Leider nur die PC-Version. Die Amiga-Version hat euch viel bessere Musik geglänzt. So, aber ich sage ja so, ich habe kein Original von Amiga, also ziehe ich mir auch ganz das PC-Spiel ab, das Original, also spiele ich es auch. Und in der DOS-Box laufen Spiele noch super, von daher ist es auch kein großes Thema, das man dann 64-Bit-System zum Laufen zu bringen. Einfach nur die DOS-Box reinknallen und schon ab dafür. So, der Paladin, der bekommt wieder massiv Schaden, peilt aber keinen aus, der ist halt ein Paladin. Oh, 20 Schaden hat er gefressen. Ja, da man jetzt ein weißen Marker, der kann heilen. Gifte neutralisieren, Wahnsinn, Dämon, Krankheit, Katzenklo. Und der Paladin hat die Heilung auch bitter nötig, weil er ist ein Paladin, er hält nichts aus, er macht keinen Schaden. Das ist so schrecklich mit dem Paladin. Oh, ein Skelett ist down. Dann haben wir noch zwei von uns. Ich rede gerade mit der Szene. Oh, ein zweites Geld ist down. Jetzt nur noch eins. Der Paladin macht wie immer keinen Schaden. Das ist... Oh, Skelett ist tot. Lasse Loot. Das ist ja kein epischer Ball. Würde jetzt der WoW-Spieler sagen. Aber das ist kein WoW. Hier gibt es keine lila Items. Hier gibt es auch keine legendären orangen Items. Hier gibt es keine gelben Items. Keine blaue, keine grüne. Hier haben alle Items dieselbe Farbe. Weiß. Aber wie soll man mit weißen Items kämpfen? Das geht auch nicht. Naja, der WoW-Spieler von heute, der... kommt halt nur zurecht, wenn er ein paar Epics hat mit weißen. Früher war es halt so, das sieht man da. Da gab es halt nur weiße Items, nur weiße. Keine Epics, keine verwöhnten legendären Items, keiner, der einen durchzieht, keine Map, wo man sieht, wo man hin muss, wo man durch die ganze Quest gezogen wird. So. Da rasten wir jetzt gerade ein bisschen, um uns zu regenerieren. Und nutzen ein Fäckelchen, um weiter das Pharaos... Ach, da sind wir jetzt an der Kiste.
Säule angraviert ist. Oh. Oh, scheiße. Wieso speichere ich jetzt? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ist immer interessant, wenn man sich hinterher beim Spielen zuschaut. Da sieht man erst, wie blöd man sich angestellt hat. So, da sind wir jetzt. Genau, da war irgendwo eine Tür mit dem Sonnensymbol. Genau. Und da können wir jetzt den Sonnenschlüssel benutzen. Schlüssel der Sonne. Und da wartet wieder ein Skelettchen. Na, was gucke ich da gerade? Und dann mal wieder ein kleines Feitchen. Ne, ein Feitchen. Kein Feitchen, ein Feitchen. Ein Feit, nicht ein Skelett. Und hier flankieren wir mal das linke Skelett. So, schwarze Magie. Ja, ein Feuerbällchen. Und der Paladin wird wieder ordentlich getroffen. Zauberspruch ist leider misslungen. Zauberspruch ist gelungen. Man beachtet die geilen Feuereffekte. Das ist halt noch Grafik, nicht so wie heute. 3D. Wir brauchen schon 3D. Oh, der Paladin wird mit 26 Schaden getroffen. Das ist echt ein neuer Rekord. Ich könnte holen. Ich bin schon echt am überlegen, ob ich nach dem Dungeon den Paladin einfach aus der Gruppe raushaue und mir noch einen Krieger hole oder einen Magier oder einen Ranger. Auf jeden Fall eine richtige Klasse, kein aussichts Paladin. Oh, oh, da ist schon wieder ein Skelett down. Unser Superkrieger Tloban hier hat ihn erledigt. Oh ne, ach Quatsch, ich habe ja rechts einen Taillon, also uns. Die Hauptfigur, der hat ihn erledigt, weil der hat ja den Feuerbrand. Eine geile Zweihandwaffe. Also nicht so geil wie ich, aber auch schon geil. Nicht geil in dem Sinne. Oh, 21 Schaden auf dem Paladin. Oh. Wenn er wenigstens mal die Hälfte von dem Eis austeilt wird, wo der einsteckt, das wäre ja was, aber so. Oh. Wenn unser Krieger Schaden bekommt, das macht ja nichts. Der teilt ja wenigstens ordentlich aus. Und er hat ja auch nur eine Zweihandwaffe, deswegen hat er eine niedrigere Verteidigung. Und der Paladin hat eine einhandige Schild, aber der bekommt mehr Schaden. Das ist sehr, sehr komisch. Oh! Zweites Skelett da unten. Ich frage mich, wozu man den Paladin eigentlich angreifen lassen. Den kann man eigentlich immer auf Verteidigung lassen. Dann hält er, hat er eine bessere Parade. Und Schaden macht er ja sowieso keinen. Das könnte ich ja bei der nächsten Aufnahme mal probieren. Den Paladin lasse ich einfach immer verteidigen. Dann kann der blocken. Dann kann er wegen tanken. Das wäre eigentlich mal eine coole Idee. Toll. Es wird aber noch ein Daumen bis zur nächsten Aufnahme am Samstag. Nehme ich wieder neue Folgen auf, die muss ich dann wieder ansprechen. Das mache ich dann auch am Samstag, dann kann ich das am Samstagabend hochladen. Ja, es gibt Leute, die samstags arbeiten müssen, deswegen kann ich es nicht früh machen. Also, ich denke natürlich am Samstag so 12 Uhr von der Arbeit, komme mittags. Dann gibt es Dusche Dusche, Fressi Fressi, dann gibt es... wahrscheinlich erst noch 2 Stunden hinpennen. Dann kann ich am Samstag tauchen und dann ist es so 15 Uhr.
dann ansprechen, dann ist so 18 Uhr, ja, dann kann ich sagen, na, dann werde ich sie wahrscheinlich erst Sonntag früh hochladen, oder, ne, Samstag, wenn ich mich ins Bett haus. Also Samstagnachts werde ich dann wahrscheinlich noch ein paar Folgen hochladen, weil ich eigentlich den Dungeon fertig machen will. Oh, jetzt habe ich verstanden, dass ich mit dem Dungeon noch gar nicht fertig wäre. Huch, Scheiße, jetzt habe ich was gespoilert. Lass mal jetzt eine Zeit lang im Dungeon festsitzen. Scheiße. Naja. Die Welt geht 2012 eh unter, Ende des Jahres, von daher. Hier liegt ein ausgebleichtes Skelett. Hey, ich konnte es nicht gar nicht alles lesen. Aus dem Boden vor euch ragen viele große Metallspieße. Dazwischen bemerkt ihr die Überreste eines Skeletts. Hier liegt eine verweste Leiche. Ach, scheiße. Hier liegen die Reste eines Abenteuers. Dort, wo sich früher einmal sein Kopf befand, liegt jetzt ein großes Steinblock. Seine linke Hand zeigt auf die Tür. Ob dies wohl die letzte Falle war? Oh, das habe ich nicht geschafft zu lesen. Und ich muss sagen, in Dungeon habe ich vorher noch nie gespielt. In Anpassa, da war ich noch nie drin, also für mich ist das richtiges Neuland. So, das ist ein Teleporter, die lassen wir erstmal stehen. Erkunden erstmal das Areal, die Ebene. Eigentlich hätten wir erst in den Teleporter gehen können, aber... Ich erkunde halt erst immer mal die Map, bevor ich da irgendwo reinhüpfe. Jetzt versuche ich gerade das Skelett zu umgehen, weil der Raum ist ja eh leer. Aber das klappt leider nicht. Ach Gott, Junge, es geht doch nicht. Klappt so nicht, würde Indiana Jones sagen. In den alten LucasArts Adventures, das klappt so nicht. Also sagen wir das nicht, das müssen wir halt auf dem Bildschirm lesen. Ja, früher bei den Adventures, da musste man lesen, da gab es keine Sprachausgaben. Oh, jetzt haben wir drei Skelette. Na, der Linke wird wie immer flankiert von unserem Dieb mit dem Bogen, von unserem Paladin, der keinen Schaden macht, und von unserem Krieger, der ganz viel Schaden macht. Und unser Krieger rechts außen mit seinem Feuerbrand. Quasi der Superman der Kriegers. Und der Paladin frisst wir als erstes Schaden. Oh, Feuerball gelingt, super. Und der Paladin frisst gleich wieder mal 16 Schaden, das ist unglaublich. Oh, wenn der Paladin Schaden frisst, muss ich mal kurz was gucken gehen. So, wenn unser Paladin weiter Schaden frisst, also ich, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Grafikkarte hat, ich habe mir jetzt einen neuen Grafikkartenkühler gekauft, für eine GTX 460 von Palette, die hatte so einen kleinen nervigen Lüfter, der immer voll aufgedreht hat. Tja, man kann zwar die Lüfterdrehzahl begrenzen, aber es geht halt auf Kosten von der Wärme von der Grafikkarte. Also es war so, wenn man mit der Grafikkarte zum Beispiel Diablo 3 oder WoW gezockt hat, oder Metro oder 3D-Benchmarks, wo es noch, wo die Last noch höher war, da ist die Last auf, Grafikkarte, da ist die Lüfter auf Drehzahl von 60% gestiegen und der ist halt wie ein Düsenjet abgegangen. Und die Grafikkarte lag halt da dann bei so 75 Grad.
Das sind ja wechselbar die Geräusche. So, da habe ich dann für den GTX 460 Abhilfe geschafft. Und zwar mit einem Sesuken 2 von Skype. Das ist ein schöner Grafikkartenkühler, der auf sehr viele Grafikkarten passt. Der hat eine Kupferlamellen, also kein Kupferlamellen, die Außendinger, aber schon ein ziemlich dicker Kühler, der ziemlich viel Wärme frisst. Und schön ist, der hat auch eine Kupferplatte, wo man nochmal auf die CPU drauflegen kann, also auf die GPU, eine Kupferplatte. So. Also, wer einen neuen Grafikkartenlüfter sucht, mal Sky Sesuken eingeben, mit dem bin ich sehr zufrieden. Für Version 2, Sesuken 2. SETSUGEN2, nochmal zur Wiederholung. Sky SETSUGEN2. Also, jetzt sieht es so aus: vorher Lautstärke von Düsenjäger bei 75 Grad und jetzt. Ah, dazu muss man nochmal sagen. Der hat nochmal eine externe Lüftersteuerung, die kann man in einen Slot einbauen, damit kann man halt die Drehzahl manuell steuern, beziehungsweise muss man. Außer man haut einen anderen Kühler drauf, das könnte man natürlich auch machen, einen anderen Lüfter. Dann können wir den über Software-Regler, aber ich habe den Standard-Kühler drauf benutzt. Den kann man jetzt extern regeln. Ich habe ihn einfach mal auf 50% gestellt, da ist er flüsterleise. Und ja. Die Temperaturen statt 75 Grad und Düsenjäger-Lautstärke habe ich jetzt 55 Grad, 20 Grad weniger und flüsterleise. Wenn man mal allein die Kühlermellen mit den alten Kühlungen vergleicht, die sind schon mal dreimal so groß, dann noch Kupferblech dazwischen. So einfach. Super. So, und im EDLE hatte ich vorher 55 Grad. Ne, oder so um die 50, genau so um die 50 bis 55. Und jetzt habe ich halt 40. Bei einer flüsterleisen Lautstärke. Wenn man den Lüfter jetzt voll aufdreht, dann hört man das natürlich, aber dann sinken halt die Temperaturen noch mehr. Das ist halt für so, wenn man ein wenig OC betreibt, ist es dann natürlich toll. Aber 50% Drehzahl einstellen, das ist schön leise, kühlt sehr viel besser. Und ja, man hat endlich wieder Ruhe im Gehäuse. This was my best investigate the last 20 years. I don't know. So. Der einzige Nachteil ist auch den Sky zu suchen, der braucht halt zwei Slots, wenn man ihn drauf hat, weil es schon eine richtig dicke Platte, Kühlermellen. Schon ein richtig fettes Ding. Aber die Wirkung wird erzielt. Die Grafikkarte ist schön kühl und leise. Und was da noch dabei ist, da sind sehr viele RAM-Kühler dabei in verschiedenen Größen. Ungefähr, warte mal, was steht's? 28 RAM-Kühler sind da dabei. Und die halten auch. Das sind jetzt irgendwelche scheiß billigen RAM-Kühler. Die waren draufgepappt und halten einfach. Wunderbar. Habe ich mir natürlich erst vorher Rezession angeschaut und ja. Alles wunderbar. Auf dem ersten Blick sieht die Kühlung ein wenig gewöhnungsbedürftig aus, aber ich würde sie jetzt derzeit wieder kaufen. Schau gerade. Ah ja, da steht drauf, für welche Grafikkarten der geeignet ist. GTX 460, 465, 460, 285, 280, 275, 450, 250, 9800, 9800, 9800, 9600, 9600, 8800, 8800, da gibt es halt GDS, SD und so weiter. 8600, 8500, 7900, 7800, 7600, 7300, 6800.
6600, 5900 und dann noch für die ganzen ATI-Karten 5800er, 4800er, 3800er, 2000er, 1950, 1900, 1650, 950, 9600. Wir kämpfen wieder gegen Skelette. Aber ist gerade bei den Skyzer Suppen 2. So, jetzt kann ich natürlich noch vorlesen, was da alles enthalten ist, aber da steht es auf Japanisch, Chinesisch. Das sind nur Warnhinweise, soweit ich das entziffern kann. Übersetzen. Es sind nur Warnhinweise. Es ist da oben steht der Umfang, aber es heißt in Japanisch, das verstehe ich gerade nicht so. Also nicht ganz, nicht genug, um das vorzulesen. Hundertprozentig, ja, aber... Hetzing for Chip. Zinn, Hetzing for Chip 8mm. Mounting Plate. Backplate, Hetzing for Chip, Hetzing for 5800. Thermal Grease, Copper Spacer, Screw, Small Screw, Long, Schrauben. Hetzing for Chip, Hetzing for HSE Chip, Hetzing for Chip, Hetzing, Hetzing, Mounting Blade, Extension Cable for PCI Express, Hetzing for Chip Small. Also jede Menge Zubehör. Okay. Also wenn ihr mal einen neuen Grafikkartenlüfter sucht für eine... Middle-Range-Grafikkarte, kann ich nur die Skyd Suppen 2 empfehlen. Sehr schön leise, kühlt super.